müssen wir hin? Ich weiß nicht. Du bist der Leader. Ich habe keinen Marker. Ich habe auch keinen. Ah, da ist ein Marker. Story. Das Kartell hat einen Rebellenführer namens Siehst du den jetzt? Ach, hier, jetzt kann ich beitreten. Ach so. Wow, ouch. Hilfe. Wand im Weg. Wand im Weg! Nein! Oh fuck, hier ist eine Wand! Oh Gott. Komm nicht raus! Ah, oh nein, oh! Oh nein, oh! Ich hab mich festgefahren. Alles okay, alles okay. Kannst du mich rausschieben? Wo bist du denn? Oh, du bist ja da oben! Oh, ja nee, das geht nicht. Ah, ich bin rausgekommen. Wir müssen auf jeden Fall ganz viel Noms markieren, damit du deine Drohne verbessern kannst. Ja. Kann man eigentlich immer noch nicht vom Motorrad fallen? Ja, man kann immer noch nicht vom Motorrad fallen. Ich bin gerade gegen so viel gefahren. Oh doch, man kann vom Motorrad fallen! Oh, Scheiße! Ich bin ja auch ganz falsch gefahren. Oh, oh. Wie hast du das geschafft? Ich bin hier gerade mega querfeld eingefahren und nicht einmal runtergefallen. Ich lieg gerade auf der Straße und warte auf die Wiederbelebung von dir. Oh ja, da kannst du lange warten. Ich bin meilenweit weg. Oh Gott, oh nein. Ich kann dieses Motorrad nicht lenken. Ui. Ui. Dass man so alles überleben kann, ist unglaublich. Tango markiert, er steht sehr nah bei Zivilisten. Unglaublich. Oh, und durchs Wasser. Und ja. Ja. Ich hab dich gerade gehört. Ich bin fast da! Ich häng fest. Ich muss absteigen. Hm. Wie kann ich denn aus der Drohne wieder raus? Ah, okay. Hi. Wieder nochmal Y. Oh, Tarnung. Das war's mit ihm. Ich mag die Pistole, die ist voll gut. Wir haben einen Nachruf. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's. Hast du gerade Drohnen-Action oder was? Ich hab mich gerade erstmal in Position gegeben. Okay. Jeder Schuss ein Treffer hier. Also nicht jeder, aber fast. Schnell in Deckung. Sind, glaube ich, nur noch die zwei da. Okay. Und halt der Hauptdude. Okay. Oh, hier hinten ist noch einer. Du hast eigentlich markiert. Halt. Oh. Naja. Passiert halt. Oh lol, der ist voll geglitscht. So. Sauber. Was hast du mit dem Meeting gemacht? Oh. Pulverisiert. Ja, ich auch. Das haben die verschwinden ja komplett. Ja, sag ich doch. Die sind einfach weg. Krass. Ich kann die auch. Ich mach mal meine Aufnahme aus, weil. Vielleicht läuft das Spiel dann bei dir auch besser. Vielleicht läuft denn das Spiel besser und die Codierung ist eh die ganze Zeit überlastet. Hast du gerade? Ja, aus Versehen. Okay. Weil ich wieder reingetappt bin, dann. Waffen runter, Leute. Wir wollen niemandem Angst einjagen. Jo. Okay. 20 UK-Punkte bekommen. Wenn man keine Quest hat, steht da Itakua-Erkundung links. Okay. Hm. Aber jetzt haben wir trotzdem keine Hauptquest mehr. Stellen Sie durch. Nee. Ah doch, ich werde gerade angerufen. Ich habe ein Problem in Itakua. Ein Video. Und Bowman hat mich an du bist auch angerufen. Du hältst jetzt auch die Hand als Ohr. Es gab viele Verluste durch das Bei mir nicht. Und die Grauen von Yuri Hippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi in die Provinz. Bei mir Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Achso, der Konvoi. Oh, nee. Gibt Katari uns jetzt Befehle? Katari braucht den Konvoi. Katari braucht Wer unsere Hilfe braucht, desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Scheiße, ich komme da nicht mehr hoch. Okay, ich fahre. Okay, sie fährt, alles klar, ich fahre. Okay. Ich nehme das Motorrad. Tschüss. Nachforschungen? Was ist denn? Ich komm schon wieder nicht um die Kurven. Hä, wieso fährt er in die Richtung, wenn ich nach da gehe?
fuck. Oh Gott. Motorradfahren war eine dumme Idee. Ja, ich mag Motorradfahren eigentlich, aber in dem Spiel ist das eine sehr doofe Idee. Wie brutal man Jules. Die hören auch nicht auf zu labern, ne? Nee, die labern die ganze Zeit. Holy fuck. Ist bestimmt nicht so harmlos jetzt, wie Waterboarding, oder? Ich meine, wir reden hier von bleibenden Schäden und Tod und so. Die sind medizinisch ausgebildet. Da sind Medikamente im Einsatz. Oh, Gott, Kurve. Aber vorher brauchten echte Folterer keinen Stoff, um die Opfer wach zu halten. Warum fallen hier so viele? Oh Gott, Auto. Offensichtlich, also siehst du weniger ein Verhör überleben. Ein echter Folterer, ein Profi, behält die Kontrolle. Ich denke am Abgrund. Wer weiß, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh. Judy und Polito sind nachlässig. Oh. Die lassen sich hinreißen. Mach die Quest schon mal alleine. Nicht tschüss. Für den Beruf oder wegen der Kunst. Ja, die sind brutal, aber nicht bei dir. Ich kann dir nicht helfen, ich bin viel zu weit weg. Ich hänge an der Bergwand, ich komme immer hoch. Oh, ich bin oben. Wir hätten doch mit dem Heli fliegen sollen. Kann ich mir hier kurz ein Auto klauen von wem? Hallo? Kann auf dem Motorrad nicht schießen. Ja, deshalb. Oh, was habe ich getan? Oh, was habe ich getan? Ich werde hier von Feinden gesehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich bin so tot. Oh, ich bin so tot. Oh. Yo, Auto. Yo. Was machst du denn da? Ich sterbe gerade den glorreichen Rebellentod. Okay, ich gehe den Berg jetzt runter. See ya, Leute. Oh, Autos lenken sich irgendwie so viel besser. Nee, gar nicht. Ein bisschen... Doch. Find ich gar nicht. Als... Vielleicht, weil sie nicht so schnell sind wie Motorräder. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es irgendwie... Mein Motorrad dampft voll. Wenn ich gleich explodiere, weißt du warum. Wir gehen halt so mega krass. Keine Ahnung. Die Steuerung ist merkwürdig. Muss laufen. Fühlt sich nicht wie ein richtiges Auto an. Motorrad. Vergeltung. Uns oder kriegen Motorrad, sie nicht, egal. Sie die beides. Einheimischen. Dafür das Auto sie fühlt sich auch komisch an. So. Ich bin schon fast da. Ich brauche noch einen Kilometer. Oh nein. So ein Parasegel hätte ich gerne. Huch, hier sind Bösis? What the fuck? Ah! Ja. Lass ja. mich! Ich will ja. hier nur durch! Ja. Ja. Woher wissen die überhaupt, dass ich hier so voll Special Agent bin? Weiß nicht. Riechen die das oder was? Vielleicht. Mal diese Tango-Spürhunde. Ah, Ende ist nachts, ich gerät. Sehr gut. So. Fuck. Ach, lass mich doch mal durch. Goddammit. Nervig, ne? Ja. Da stand ich auch gerade im Feuer. Ja, ich hatte doch das... Warum müssen wir den Konvoi stoppen? Der fährt auch. Das ist das Schlimme. Zu Fuß habe ich eigentlich keine Chance. Das ist so weit weg. Oh. Auto. Oh nein. Oh, oh nein. Oh, oh, oh. Ups. Oh. Ey, du bist gleich hier bei mir. Moment. Ja, genau. Weiter, weiter, weiter. Ja, rückwärts. Oh, warte. Okay, gut. Ich komme mit rein. Mein Auto dampft ein bisschen. Ja, wenn es brennt, sag Bescheid. Oh Gott, oh nein. Ja doch, fahr da lang, ist ja gut. Was sollen die paar Bäume schon ausrichten? Passt schon. Oh, oh. Vielleicht löscht uns der Bus ein bisschen. So funktioniert das nicht. Ich komme da nicht mehr hoch. Wir müssen nach links. Ich komme aber nicht mehr hoch! Tja! Hat ja geklappt. Wie geplant. Meinst du eigentlich, das Auto müsste mal zum TÜV? Na, passt. Was soll so? Scharfe Linkskurve, scharfe Linkskurve. Das ist shabby schick. Oh Gott! Was
hat mich jetzt erschreckt. Dass ich geschossen habe, oder was? Dass die hier geschossen haben. Ja, weil ich sie angeschossen habe. Dass alles geschossen hat. Nichts. Hinter dem Konvoi her. Sie steht hier, kämpft. Ich kämpfe nicht. So, jetzt nicht mehr. Rechts. Oh, oh, nein. Da ja, steht da was. Rechts. Ja, da rechts. Da ist der Baum. Nein, rechts. Das ist ein sehr stabiler Baum, dafür, dass er so dünn ist. Die Stadt ist voller Gegner. Fahr bitte schnell durch. Das Auto kann ich schneller. Das ist nicht so das Beste. Das geht mir auch nicht mehr ganz so gut. Hm. Das ist der Konvoi. Es ist alles so dunkel. Ah, Baum. Ich hab meinen Kopf draußen. Der muss sich schnell einziehen. Wir werden gejagt. Ja, das ist der Konvoi übrigens. Ich weiß. Wo wollen die lang? Gott. Ah! Hilfe! Ah! Zähl das jetzt aufhalten? Oh Gott, oh nein. Ich hab auf die Reifen geschossen. Oh nein! Oh Gott! Gut, renn weg! Ja! Renn weg! Was machst du da, verdammt? In Deckung! Ich glaube, sie sind tot. Sollen wir den Konvoi jetzt trotzdem noch markieren? BTF. Sicher. Sicher, doch Nachschub markieren. Wir wählen den Standort des Trucks. Oh. Der Konvoi ist sicher. Gracias, amigo. Konvoi ist sicher, sagt er. Der Konvoi ist sicher, total. Meine Leute suchen nach La Junius und Polizus. Doch in der Zwischenzeit könnt ihr noch etwas für uns tun. Ich habe eine Rede an das Volk vorbereitet. Ein Rufschlag, den wir von Itaco aussenden wollen. Santa Blanca wird Truppen losschicken, um die Übertragung zu unterbinden. Geh raus! Das ist mein Problem. Geh raus! Ich brauche zuverlässige Leute, die eine Sender... Danke. Du musst da schon hingehen und E drücken mit dem Ausschmeißen. Man kann die auch mit Bedrohen rausschicken. Wow. Hey, halt, stopp! Oh, man. Oh, ich will nicht sprechen. So. Hat doch super funktioniert! Ja, klar. Klar. Oh Gott, Autos. Kannst du damit besser lenken, Alter? Ist das nicht ganz so schnell? Und es ruckelt. Und es liegt nicht mal an mir, es ruckelt einfach das Spiel. Ja. Das ist voller Gegner da oben. Den Heli bitte heilen lassen und du kannst drohnen. Ja! Kann man mit dem Trecker fahren? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Oh, ich bin zu weit weg. Fuck. Deine Drohne sackt doch so doll. Die Rebellen brauchen Nachschub und in dem Heli ist reichlich davon. Okay. Wir kapern ihn und liefern ihn an die richtige Adresse. Oh, da steht hier einer. Lass mich mal hier so nah. Ihr Leutnant verpisst sich. What? Die wissen, wir sind hier. Vorsicht. Oh, was? What? Der fliegt weg. Der fliegt weg. Abschießen, jetzt bestimmt was. Oh, was? Ist er weggeflogen. Fuck, was Dach hat. Huch, okay. Ich hab Sniper ausgerüstet aus Versehen. Wollte ich nicht. Oh. Ist das die richtige Waffe? Nee. Holy fuck. Ich bin tot. Guten Tag. Ich liege hier. Oh Gott, oh. Oh, oh. Nein, nein, nein! Werde ich also nicht mehr wiederbelebt, ja? Ich bin mir gerade alles schwarz-weiß. Und, ich höre auch nicht mehr so gut. Ach, so dringend ist es bei dir also. Ja. Gott, Hilfe! Was passiert hier? 10. Explodiert das denn? 8. Oh, oh nein, nicht sterben! Oh, schau dir auf die Brust! Waren aber auch 3 schau Sekunden noch. Hattest noch 3 Sorry. Sekunden Zeit. Oh. Hallo? Ziel eliminiert. Jetzt ist der abgehauen.
Gut gemacht. Ja, räumt wir auf und dann weiter. Ist jetzt natürlich bedauerlich. Doof gelaufen. Ich hatte extra auf den noch geschossen, aber ich habe den nicht getroffen. Fertigkeitenpunkte finden, Nachschub? Ja, nämlich. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Ja. Sie können uns später danken. Hier ist ein Dokument. So. Musst du immer beide den Stuff markieren, ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich würde hier weggehen. Wieso? Oh, doch nicht. Jetzt will ich weggehen. Ich hätte Bomben gemacht. Ey, warte, hier ist nochmal ein Nachschub. Hier draußen. Ja, ja, ich hab. Das waren drei Nachschübe hier. Nahrungs. Okay, du brauchst doch Noms. Du musst immer nach Noms markieren. Ja, hab schon markiert. Hab das Auto, das Auto fährt noch, komm. Ja, sind die Dokumente jetzt nochmal da? Für mich? Ja, ja. Ach, du hast das. Ich dachte, das musst du immer nur einer nehmen. Wow! Was denn? Ich bin der Farmer. Lebe auf der Farmer. Das ist kein Trecker. Ich hab Heu auf dem Rücken hinten. Das ist kein Trecker. Ich bin der Trecker. Ich bin der LKW-Fahrer. Kann ich mir die Drohne verbessern? Oh. Bitte keine Drohnen im Auto. Was? Warum denn nicht? Mehr Reichweite. Oh, ich brauch mehr Sunny Stuff. Was ist das? Sunny Fair? Nicht Sunny Fair, nein. Diese Laterne, diese Stromleitung ist sehr stabil. Ja? Was? Was denn? Wir sind da. Ich weiß. Gut, warte, ich bin schon unter. Ich bin schon unterwegs. Du sitzt bei mir noch im Auto. Ja. Okay. Tue ich ja auch. Gut. Ach, du machst eine Drohne. Ich bin unterwegs. Ich kann auch im Auto unterwegs sein. Oh, ich bin schon wieder zu weit weg. Ach Mann, hast du das? Ich brauche eine bessere Drohne, ey. Ist kein Zustand. War hier nur einer? Ja, da hinten sind noch mehr, aber ich kann nicht so weit fliegen. Hier ist aber, glaube ich, niemand. Ausrüstungskisten, Nachschübe. Hier, sowas. Möchtest du Rebellenoperationen? Wir wollen Nachschübe finden. Medikamente brauche ich. Hier ist die Freiliste eines Versorgungsflugzeugs vom Kartell. Sieht aus, als wäre es startbereit. Hier ist Medi Staff. Wir können das Zeug brauchen. Ja, was meinst du, Boss? Sollen wir ein Flugzeug klauen? Ha. Ich sehe einen Kartellleutnant. Miep. Wo hast du sie? Da, an den Ruinen. So, jetzt kann ich. Jetzt kann ich meine Reichweite erhöhen. Ja. Yes. Jetzt hast du da hinten welche markiert. Und jetzt brauche ich ganz viel Nahrung. Noch ein dritter. Um das weiter aufwerten zu können. Gegner getroffen. Was? Hm? Ich war ja noch gar nicht so weit. Oh. Markiert hast du die trotzdem schon hier. Wo bist du denn? Hm. Du hier schon schießt. Ja, du hast die doch markiert. Habe ich das? Ich habe nur einen markiert eigentlich. Da sind zwei noch markiert. Hm. Ich hab keinen mehr. Soldat, das ist da. Oh. Fuck. So. Du hast ihn. Fliegst du immer noch mit der Drohne? Ja. Schießen die auf dich? Ja. Da sind bestimmt noch mehr, aber ich sehe sie jetzt gerade nicht. Tango getötet. Geschafft. Alle noch ganz. Tango, Tango. Da. Ah, hier ist wieder Medikisten. Brauche ich Nahrung. Ach, jetzt braucht die Dame Nahrung. Brauche ich Nahrung.
Ich steige ins Auto. Moment, Sitzwechsel. Moment. Bin ich jetzt drüben? Nein, du bist. Ich will nicht fahren. Ich will nicht fahren. Hm. Du, bestimmt, du willst doch bestimmt als MG oben, oder? Oh. Ah. Rechtsklick. Ah, ah, nee. Fast, fast. Nope. Fast. Hä? Musst du vorne sitzen? Kann es sein, dass du vorne sitzen musst? Goddammit! Also wenn ich hier sitze, kann ich auf die Schusspulte... Ah, nee, hä? Warte, hier. Du musst von außen dran. Ja, ich glaube schon. Ich stand gerade Schütze. Schütze. Jetzt. Okay, weird. Hey. Bitte nutz die Waffe weise. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was kann zum Spielende führen? Ja, hör auf! Die Meldung hatte ich vorhin auch schon einmal. Lu! Auch verlangen, bis das anfängt zu schießen. Das ist voll weird. Du kannst Drohnen, da oben sind Gegner. Yay! Yeah. Los, Drohne! Du kannst dich im Geschütz die Drohne. Warum nicht? Boah, ey. Was ist das für eine Logik? Ey, das ist aber eine andere Mission. Ach nee, die haben wir. Ach nee, wir sind von der anderen Seite gekommen letztes Mal. Dido, dido. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Da ist auch ein Zivilist, hat er gesagt. Ein Zivilist? Ich habe zwei Sicarios beim Lagereingang. Du hast zwei Sicarios, okay. Wie du da liegst. Ich bin super stealthy, okay? Gut, dann gehe ich jetzt den. Che passa, che passa? Ich bin die. Ich bin voll auf dem Boden, wenn ich nicht mehr bin. Abschuss. Oh. Warum machst du eh? Ich renne nur. Wieso? Fuck, aufgeflogen. Aufgeflogen. Hat sie Fuck gesagt? Oh. Ach, du bist eine Zivilistin. Okay. Ich bin kein Zivilist. Schießt du den da ab? Das ist ein Treffer. Oh. Hast du den erschossen da gerade, der mich angeschossen hat? Oh, ups. Nein, ich hab einen Zivilist. Wow. Lufti-du. Ach, Lu. Pass auf, da drin sind auch noch welche. Ich dachte, es wäre jemand Böses. Okay. Mhm. Erst schießen, dann fragen. Sauber. So macht man das doch als Amerikaner, oder? Oh, oh. Hat sie nicht gesagt. Was? Hat sie nicht gesagt. Ich doch nicht. Ich doch niemals wagen. Ich habe 13 Fertigkeiten verfügbar. Ich sollte die mal nutzen, ne? Wow, du so. Gut gemacht. Check mal kurz. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Judy und Polito verhören lässt. Hi. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Hallo. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Der Unidad. Hast du hier unten schon? Hier war Stuff drin. Ja, da war ich schon dran. Erstmal Fertigkeiten einsetzen. 13 Stück. So, was habe ich denn so gemacht? Stabiles Ziehen ist. Hast du so viele Fertigkeiten? Vielleicht, weil ich dieses Goldpaket habe, habe ich dann mehr Fähigkeiten. Punkte habe ich nicht, aber Fertigkeiten sind das. Nicht die Punkte, die ich verfügbar habe. Da sind 13 Fertigkeiten verfügbar. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Ja, weil ich habe nämlich, ich habe keine Punkte mehr. So. Ich verbessere einfach mein Schießen. Tut so. Ja, was soll ich sonst machen? Du bist Drohnenfrau, ich bin Schießguy. Oh.
Okay. Oh, du sitzt ja schon im Auto. Es geht weiter. Frag mich, wie viele Zivilisten man erschießen darf, bevor man Game Over geht. Ich weiß nicht, ob du das testen solltest. Sie können nie wieder spielen. Sie sind gebannt. Papa steht hier das GSG 9 vor der Tür. Weil sie das Verhalten beobachten. Wir haben da besorgniserregende Tendenzen in ihrem Videospielverhalten festgestellt und ja. Wir wollten da mal drüber reden. Kommen Sie mal mit.